Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu Assassin's Creed 3 mit mir dem Blackbeard. Wir stehen jetzt zwar gerade noch unten am Hafen, aber nope. Wir fahren heute nicht mit dem Schiff. Wie gesagt, wie letzte Folge schon erwähnt, werden wir uns die letzten maritimen Missionen für später aufheben und begeben uns jetzt per Schnellreise ins Grenzland. Beziehungsweise per Schnellreise an die Grenze zum Grenzland, um dann die Grenze zum Grenzland selbst überschreiten zu dürfen. Totaler Blödsinn. Aber gut, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt in vorangegangenen Folgen, was ich von dieser Lösung halte. Bei uns im Dorf gibt es noch Gespräche. Das ist ein befreites Fort. Da ist ein befreites Fort. Jagdgesellschaft, Kuriermission. Wir reisen jetzt erstmal per Schnellreise dahin. In unser altes, in unser Indianerdorf. Wir können mit ihm hier quatschen. Hey, Kumpel. Ii gaderios najawat nene dosa agora da ja godohuzose. Nekti wak deruni di dia dohuzohum. Radun hagedu sayada kokne ize. Da klori di okna hoda. Higo oya gnyak gahaga tuna daruhu ne jorhat saga. Da nu zini joganenu ya unka dejet hiswa ne das. Ok nize de seswa ne das ne batriot. Kwa nek niga skanek sa idu wada de waniyot ne. Sa dirty under the zero no haga a tune no ne tika one guantar aro na jata widum. O hono rum ne tene rum der ios wo un kiriwa her hase a hadi nuna zijigwana stadum. Doga aya kia jat dar hase zero na der io. Ya tota is a wire ne aya tia jat dar hase. Desa do un zoni ga di gaya kia jat dar hase ne or wia aro na jata widum. Gaskanex ne dosa ganega is a waya daraje ziwa der io. Sa skanex ki ne ya o tena ta egua ire. Nekti wak deruni zi ya gari wes to ta yo tumhage. Wak deruni zi ne ingwaya da wansarum jada deka. A gwegun dat ganu da nyungo zi na hot daansu wa sihru nyu. Da wagat ni gwar harha zi na hoda zaadum. Wir hoffen, dass sie neutral bleiben. So jota ohne zi na hoda waga derihum de. Und da haben wir noch im Langhaus ein Gespräch, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich mit der Dorfältesten, oder? Ja, genau. Nekti garharach tu oni zi aseru hiaga. Ama gatsa nu nihage a kawisege, do gane gandu zi yata iza wagarun yapde. Dosha jajat ni gura, asha dadet ni gura ra gona de guderu. Nona ama deri o seran dapne, nona ama dade wa niyo hage, tone ango durisa. Ayaan washki yo shnore am dahni zeri hewe. Ii oni. Genau das wollte ich auch sagen. Das hoffe ich auch, dass dieser Tag bald kommen wird. Doch, schau, aguyot, da tschera dun hagedu. Schehjara kne asa da det ne gura ra gona de guderu. Okay. So, das wäre dies. Und dann setzen wir uns mal die Markierung in diese Richtung hier. In Richtung Jagdgesellschaft. Und schau mal, was uns dort erwartet. Wo ist denn hier ein Ausgang? Hier vorne. Das ist so ein Ausgang, oder? Hier zwischen. Komm ich hier durch? Hallo? Hallo? Ausgang? Irgendwo?
Kein Ausgang? Kein Ausgang. Verdammt. Ärgerlich. Ausgang. Hallo. Komplett enger oder so. Hier, 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 hier. Da geht's raus. Jawohl, da geht's raus. Yay, wir sind draußen. Sehr schön. Gut. Und Fuchs. Ja, der läuft jetzt aber allerdings auch weg, aber ist okay. Ich würde sagen, das Jagen übernehmen wir dann wieder bei uns quasi bei uns in der Siedlung. Bei mir auch alle Tiere, die wir brauchen, vor allem auch Biber. Und Biberpelz gibt dir verdammt viel Geld. Es gibt dir endlos viel Geld, diese Biberpelze. Kampf den Pocken. Der Rekrutenauftrag ist erfolgreich abgeschlossen. Dann schicken wir doch da direkt nochmal los. Der wird ausgeführt. Der ist beendet. Chancenlos bei Wetzel's Mill. Okay. Jeweils 500, jeweils 50 Erfahrungspunkte. Das ist gut. Damit steigen die dann allesamt auf. Er wieder in Rang 8. Und die beiden steigen dann auf Stufe 5. Starten die Mission. Ja, da untersuchen brauchen wir jetzt nicht, dass das ist garantiert von einem Fuchs da gewesen oder nicht. Weil dieses Pfeifen hier. Was ist hingehen? Auftragsattentate, genau, die müssen wir dann auch noch rausführen. Die Auftragsattentate müssen wir uns auch noch drum kümmern. Boah, das ist hier tiefer Schnee. Komm, kämpf dich durch. Lieber Connor, kämpfe er sich durch den Schnee. Da ich das jetzt natürlich auch gerade im Winter machen muss, hier diese Jagdaufträge, das ist natürlich auch ein bisschen blöde, aber okay. Ich weiß nicht, wie schnell das dann vorangeht, wie die Zeit voranschreitet quasi. Wenn wir uns jetzt quasi um die Hauptstory kümmern, um Hauptmission kümmern würden. Ob es da wieder einen Jahreszeitenwechsel geben wird oder auch nicht, man weiß es nicht. Hui, hallo, Freund. Was kann ich für dich tun? Der Wapiti-Junggeselle. Hast du je King Edward, den Hirsch, gesehen? Wenn ja, wüsstest du es. Hat sich nie gepaart, weil er zu aggressiv ist. Die Jäger lassen ihn in Ruhe, aus Angst vor seinen Angriffen. Der alte Bastard fürchtet nichts und niemand. Angeblich mag er Pferde nicht besonders. Doch ich riskiere nicht meinen Kopf für solche Gerüchte. Den Wapiti aufspüren. Wo ist denn der? Da. In der Ecke ist er. Okay. Das heißt, für uns einmal ganz kurz hier das Waffenrad öffnen. Wir müssen einmal ganz kurz unsere Pferdepfeife rauskramen. Da. Da müssen wir einmal pfeifen. Und dann schauen wir mal, dass wir den finden. Entschuldigung, der Herr. Na gut, hier hätte auch ein Pferd gestanden, aber das macht ja nichts. Hallo. Dann suchen wir uns mal diesen Wapiti. Wapiti. Rekrutenauftrag erfolgreich. Sehr schön. Okay. Dann ist Zeit, Connecticut für uns zu übernehmen. Huch. Bleibt das blöde Vieh mitten auf dem Weg stehen. Hey, wie kommen wir da hin? Kann ich irgendwo querfeld einreiten? Wölfe, hi. Schauen wir mal ab. Wir müssen mal ganz kurz hier absitzen. Komm, absitzen. Und geh mal ganz kurz zu Fuß über den Fluss drüber. Betreten des Jagdreviers Valley Forge. Vorher waren noch ein paar Hasen unterwegs.
Da noch knappe 300 Meter zu laufen. Ja, hier wäre es jetzt Blödsinn, das Pferd zu rufen. Mitten im Hang. Ja, hi. Kommst du noch mal ran hier? Na wohl, da haben wir ihn erlegt, den ersten war Pitti schon mal. Ja, Mann. Jetzt überspringen wir einfach natürlich. So, eine zweite, der ist hier irgendwohin abgehauen. Ah, das ist ja mal relativ egal, die brauchen wir ja gar nicht, die wollten wir ja gar nicht haben, wir brauchen ja nur diesen einen. King, wen auch immer, Edward, George, was auch immer, wie auch immer sie den jetzt genannt haben, ich weiß gar nicht mehr. Wir müssen halt nur diesen einen Wapiti finden. Ja, ja, Hase, lauf ruhig weg. Passt schon, alles gut, ich will dir nichts, Häschen. Ich will dir gar nichts tun. Denn ich bin, wie gesagt, auf der Suche nach einem Wapiti. Und ein Hase ist kein Wapiti. Gibt es irgendwo... Dann könnte ich irgendwo hinspringen? Nö, da runter könnte ich springen. Den Wapiti erlegen. Ja, jetzt muss ich nur wissen, wo der ist. Vielleicht jetzt mal hier oben drüber. Sonst dann von oben vielleicht... Da ist er. Bist du das? Da ist er. Er ist es. Haben wir noch Köder dabei vielleicht? Haben wir. Wieso kann ich hier keine Köder schmeißen? Ach, wahrscheinlich weil ich im Wasser bin, oder? Vorne ist es, er hier. Na komm ran hier, blöder Hirsch. Oder ist er das da hinten, der rote? Ne, da der goldene ist es, da er ist es. Komm ran. Blöder Hirsch. Na komm ran. Ja, ich weiß doch, dass du das bist. So, ich warte noch mal, bis er hier vorbeikommt. Und dann springe ich da einfach auf ihn oben drauf. Da vorne haben wir noch eine Feder irgendwo. Hier hinter uns. Na komm. Komm, trau dich. Komm näher. Er legt. Der Wapiti-Junggeselle. Sehr schön. So, dann gucken wir nochmal, dass wir irgendwie an die Feder hier rankommen. Die nehmen uns natürlich auch noch mit. Da vorne ist sie. Und die Frage, wie kommen wir da dran? Warte mal gerade. Biber. Biber! Bleib hier! Ja, Mann. Komm ich hier hoch?
Klettert er hier an den Ast dran, ne? Passt das? Funktioniert das irgendwie vielleicht? Ja, es funktioniert sehr schön. So, gerade, wo war die Feder? In die Richtung war die Feder, ne? Genau da drüben. Kommen hier noch höher? Nein. Wieso? Doch, komme ich doch. Mal darüber. So. Klettern wir mal hier rüber. Spring dahin. Und Feder eingesammelt. Sehr schön. Und die nächste Jagdmission haben wir wo? Gar keine? Aber wir haben hier noch eine Briefträgermission, komm. Wir reisen da nochmal schnell, ganz fix per Schnellreise hin. Und schau mal hier bei der Kuriermission nach. Müssen wir doch noch ein bisschen ein paar Briefe verteilen. Gehen wir nochmal das Dingens. Geld werfen brauchen wir jetzt nicht. So. Eine Pferdepfeife. Ja, Bekanntheitsgrad 1. Gegner können sie entdecken. Ist ja okay. Oh, wir müssen über die Brücke. Alles klar. Gehen wir über die Brücke. Brief im Grenzland. Vielen Dank. Wo ist denn der erste? Da. Nee. Hey. Nehmen wir zuerst mal den hier. In 100 Metern. Das passt ja. Sollen wir den schon mal, dann können wir den schon mal hier loswerden direkt, den ersten Brief. Ein Gesicht wie ein Kartoffelacker. Habe ich den abgegeben? Nee, habe ich nicht. Hey. Danke. Dein letzter Atemzug. Fliegen! Ach, Feuer! Aua. Zu langsam. Ernsthaft? Und Feuer! Nein, ich will nicht kämpfen. Ich will abhauen. Huch, Kamera. Pferdchen, wo bist du? Ey, da komm her, Pferd. Komm, 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 komm. Mir laufe jetzt einfach mal geschwind weg. Verstecken uns hier irgendwo in einem Wagen. Haben wir irgendwas da? Haben wir einen Brunnen, wo wir uns drin verstecken können? Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Wie reinhängen. So, markieren wir schon mal den nächsten Brief. Der ist hier oben. Alles gut, perfekt. Wieso verschwindet dann jedes Mal die Pferdepfeife, wenn ich benutzt habe? Ja, komm, steck auf. Danke. So, dann gehen wir noch den nächsten Brief ab. Brief 2 von 4. Ja, Pferdchen ist ja gut. Muss noch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zeigen hier. Blödes Pferd. Ach, du bist das. Danke. Dann haben wir noch einen hier drüben. Und als letztes gehen wir dann hier runter. Würde ich sagen. So, wir folgen jetzt erstmal ein wenig diesem Weg. Der führt uns ja schon mal grob in die richtige Richtung. Wie mir scheint. Na, zumindest grob. Höher, höher, höher. Oder auch nicht. Hm. Müssen wir jetzt echt gleich wieder zu Fuß latschen, ey. Das wäre blöd. Das wäre blöd.
Ich finde dieses Reitsystem, das ist sowas von für ein... Oh, hi Biber. Biberfels. Ja, Mann. Oh, komm, wir gehen nicht zu Fuß weiter. Muss ich auch noch diesen Biber mitgenommen haben. Warma. So. Nicht auf den Baum. Danke. Stattdessen klettern wir hier ein bisschen den Berg hoch. Oh, Hilfe, Kamera. Kommen Sie hier hoch? Bestimmt, oder? Ja, doch, klar. Perfekt. Sehr gut. Guck mal, da hochklettern hier. Hier hoch. Genau. Und hier hoch. Hier kommt er jetzt nicht mehr hoch. Ah, diesen Baum können wir hochklettern, oder? Genau, perfekt. Und jetzt kann ich oben drauf springen. Perfekt. So. Dann können wir diesem Weg ein wenig folgen erstmal. Und dann können wir uns wieder das Pferdchen rufen. Kommst du, Pferd, oder was ist los? Oder hast du keine Lust? Ja klar, stell mir das da unten in den Hang. Ey, ist das auch deppert. Blöd Ubisoft. Naja. Dann laufen wir uns, bewegen wir uns mal ein wenig noch zu Fuß weiterhin fort. Mann, ey, hoffentlich ist der Schneeball vorbei, ey. Great Peace Hills, okay. Gibt es nichts, wo man mal runterspringen kann? Ah, das macht nichts. Denn wir kommen hier auch so runter. Einmal durch den Schnee wälzen. Oh, da vorne hat es Häuser. Das ist eine Siedlung da vorne. Sehr schön. Ich frage so, welche Siedlung ist das? Der macht da wieder seinen Monstersatz. Okay. Ach, Lexington, hi. Schön wieder hier zu sein. Da oben ist ein Klunker. Den holen wir uns. Hier ist der Höhleneingang. Hier müssen wir auch rein. Cooles Ding. Auf Anhieb gefunden. Sonst noch was hier? Nein? Okay. 14 Klunker für Hinterbeine finden? Ja, wir haben die 14 Klunker, das ist okay. So, aber dann geht's weiter zu dem Brief. Die letzten 300 Meter noch kurz laufen. Und dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Und ich glaube, für den letzten Brief werde ich aber Schnellreise reisen. Was willst du denn, ey? Ja, du bist zu langsam, mein Freund. Ein Waschbär. So, entkommen. Sehr schön. Und hier ist der Empfänger auf unseren Brief. Da steht er. Danke. 3 von 4? 3 von 4, sehr gut. Und wie gesagt, hier zu dem letzten reisen wir jetzt einfach mal per Schnellreise hier runter. Zum Hafenmeister.
Und gehen da von hier aus zu Fuß darüber. So. Ah, die paar hundert Meter. Okay, wir gehen hier unten lang. Um sie mir zu viele Soldaten. Schrägstrich Wachen. Schrägstrich Feinde. Trumbull der Templer. Rekord auf eure erfolgreiche. Perfekt. Schöner Waschbär. Hi. Krieg ich ihn? Ich hab ihn. Machen wir mal schnell hier die Assassinauftrag. Connecticut freigeschaltet. Perfekt. So, der läuft. Ja, läuft noch gar nicht. Eine rettende Ablenkung. Die machen wir jetzt noch hier. Zack, zack, zack. Halt. Schicken wir euch zu zweit los. Massachusetts hat 3 Sterne. New Jersey hat 2. Was bist du? New York hat auch 3. Die werden jetzt schwieriger, wie es mir scheint, oder? Ja. Na komm, geh mal Quebec. Da, das schaffst du alleine. Und dann gehen wir noch hier nach... Wo gehen wir hin? Da, New Hampshire. Schaffst du ihn auch alleine. Perfekt. Und dann gehen wir noch nach... Wohin? New York? Nee. Pennsylvania. Na komm, New Jersey. Schicken wir euch zwei los. Perfekt. So. Haben wir hier ein paar, die unterwegs sind. Und dann können wir den letzten Brief noch abgeben gehen. Hi. Vielen Dank. Und dafür auch nochmal 500 Pfund erhalten. Das finde ich auch gut. So, was haben wir sonst noch hier? Gut, die Hauptmission führt uns jetzt nach da oben. Was haben wir hier noch? Kuriermission. Händler. Ein Vorfeld und so, was wir noch befreien müssen. Ich weiß nicht, wo das ist. Muss mich mehr schlau machen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum. Wir reisen, machen jetzt hier mal die Schnellreise hin. Und kümmern uns dann in der nächsten Folge weiter um die Hauptmission. In der Hoffnung, dass wir jemanden Jahreszeitenwechsel miterleben dürfen. Das wäre zumindest mal sehr cool. Hi Freunde. Kann ich mich hier beisetzen? Nein. Okay. Mal kurz nochmal das Waffenrad wechseln. Wählen mal wieder die Pistole aus. So, zack. Da gehe ich mal auf die versteckten Klingen. Alles klar. Gut. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wie gesagt, nächste Folge schauen wir uns dann die Hauptmission an. Hoffen mal auf einen Jahreszeitenwechsel mal wieder, dass wir ein bisschen schönes Wetter haben, dass der Schnee mal schmilzt und so, weil im Winter hier durchs Grenzland ist echt ätzend, weil du dich diesen tiefen Schnee nur so urmäßig langsam durchbewegst. Also ein bisschen blöd ist, aber naja. Gut, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr morgen einschalten würdet zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Ich bin der Blackbeard, ich sage, gehabt euch wohl und bis dahin, macht's gut. Ciao.